Jeder Experte, den man fragte vor diesem Spiel, der sagte uns, Philipp Seif, der spielt sehr, sehr gut gegen Abwehrspieler. Aber der Belgier war gewarnt. Er hat in der Vorwoche deutlich geführt, aber dann kaum zu fassen eine 17:7 Führung im zweiten Satz noch abgegeben und das Match mit 0:2 gegen Koji Matsushita verloren. Diesmal entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung mit sehr vielen richtig schönen Ballwechseln. Wir können Ihnen leider, leider zu Hause nur eine kleine Auswahl präsentieren. Gegen Matsushita muss man sich wirklich jeden Punkt hart erarbeiten. Und das fällt manchem Spieler richtig schwer, zu warten auf die Chance, den entscheidenden Schlag anzubringen und nicht überhastet vorher schon zu verschlagen. Ein ganz seltenes Bild. Matsushita, voll auf Angriff spielt er da. Und immer wieder muss man ihn ja erinnern, bei den Düsseldorfern, bei den Betreuern, kommt da immer wieder der Hinweis, Mensch, Koji, greif an, du kannst es doch. Und er kann es, wie wir hier sehen können. Schlussphase des ersten Satzes, knappe Führung für Koji Matsushita. Jetzt Satzbälle. Wir haben es gehört, Jörg Roskopf hat es angedeutet. Diesen Punkt, den wollten sie natürlich unbedingt haben. Die Spieler aus Düsseldorf. Denn dass Samsonov gegen Ding Yi verlieren könnte, damit rechnete dann natürlich überhaupt niemand. Na und er enttäuscht die Hoffnungen seiner Fans nicht. Er holt sich den ersten Durchgang mit 21:18. Koji.